Hola de la Schwarzwaldo. Hallo und herzlich willkommen bei der Autotester.de, eurem Autotester des Vertrauens. Wir sind in unserer Heimat im Schwarzwald und ich habe ein Lieblingsmodell von mir, zumindest im Volkswagen-Konzern, was die kompakte Performance-Abteilung angeht, dabei, nämlich den Seat Leon Cupra. Und jetzt ist es gleichzeitig sehr fröhlich, weil wir haben dieses Auto dabei. Ich werde es euch heute vorstellen, aber gleichzeitig auch traurig, denn ja, die neue Generation auf der überarbeiteten Plattform steht an und das ist ein kleines Abgesang-Review auf dieses Auto, aber vielleicht in aller Kürze. 290 PS in 6 Sekunden auf Tempo 100 und das für etwa 40.000 Euro ist eine echte Wucht. Aber dann ist dieses Auto halt ein bisschen WLTP gebeutelt, kann man schon so sagen, ne? Otto-Partikelfilter ist da drin, der schluckt nicht nur Leistung, sondern auch Sound. Aber trotzdem ist es noch ein gutes Auto. Warum? Das wollen wir heute zusammen besprechen. Und wir wollen einen kleinen Ausblick auf das neue Modell geben. Was werden wir also machen? Wir werden dieses Auto, wie es hier in Nevada weiß dasteht, außen anschauen mit den 19 Zöllern. Wir werden reingehen, uns anschauen, was es drin zu bieten hat. Wir werden natürlich fahren, das gehört dazu. Sound anhören. Ja, Launch Control Start gehört, glaube ich, auch dazu bei so einem Review. Wir werden eben alles machen, was aus Mios Sicht und dann hoffentlich auch aus eurer zu so einem Review dazugehört. Wenn ihr Bock drauf habt, bleibt gerne dran und ihr findet uns von www.derautotester.de auf Instagram und Facebook. Auf YouTube habt ihr uns gefunden. Wir sind ein ganzes Team. Abonniert am besten alles, würde mich freuen. Ich bin übrigens der Jan. Hallöchen. Hola. Und da geht es jetzt auch los mit Mio und dem Seat Leon Cupra aus Spanien. Viel Spaß bei unserem spanischen alternativen Review. Sprechen wir ein bisschen über La Historia de la Coche de Seat León Cupra. Das bedeutet, ich will euch auf Deutsch versprochen erklären, wo kommt der Seat León her, wo will der Cupra hin und wie kann man diese kompakte Performance-Variante in ihrem Wettbewerbsumfeld einordnen. Los ging die Reise 1999 mit dem Seat León, ist nach einer spanischen Provinzhauptstadt benannt. Und dann ist es ganz spannend, denn dieses Auto hier steht auf dem modularen Querbaukasten. Genauso wie der Skoda Octavia, wie der VW Golf oder der Audi A3. Und das ist eben ganz spannend, denn da bekommt man sehr viel für relativ vernünftiges Geld. Der VW-Konzern macht das ganz gut. Und jetzt ist ja der Golf in achter Generation aktuell neu. Skoda war sehr schnell. Letztes Jahr, also 2019, haben sie den Octavia dann auch auf dem überarbeiteten modularen Querbaukasten auf den Markt gebracht. Ja, und 2020, dann Ende Januar, will auch Seat die neue Generation auf den Markt bringen. Später dann zum Genfer Automobilsalon, will dann auch Audi mit dem A3 nachziehen. Ist ja auch nur logisch. Ja, und wenn man dann mal schaut, der Leon, der ist inzwischen in dritter Generation hier. 1999 ging es eben los und 2014 kam dann der Leon der dritten Generation als Cupra auf den Markt. Und da war es am Anfang ganz spannend, denn dieses Auto gab es als Fünftürer, als Dreitürer, SC heißt der, und es gibt ihn als Kombi-Variante, Sportstourer. Ja, oder ST abgekürzt. Und am Anfang hatte dieses Auto dann 265 bzw. 280 PS. Dann gab es eine Leistungssteigerung mit verschiedenen Faceliften auf 290 PS, dann 300 PS. Ja, und dann gab es den Seat Leon Cupra R, der war auf 799 Stück limitiert und der hat 310 PS bekommen und noch ein paar extra Ausstattungsvarianten. Ganz spannend ist, es gibt allerdings nur in der Schweiz, in der Schweiz, den Seat Leon ST 370 mit 370 PS. Den haben aber nur die Schweizer. Warum? Finde ich ziemlich schade, ehrlich gesagt. Ja, und dann 2019, da hat dieses Auto ganz schön gelitten, ne? WLTP, Homologierung, Abgasnormen mussten eingehalten werden. Und dieses Auto hat wie so viele andere einen Otto-Partikelfilter bekommen. Und der hat natürlich Leistung geschluckt und Sound geschluckt. Was bei diesem Auto dazu geführt hat, dass dann 2019 der Dreitürer als Cupra komplett entfallen ist. Und dieses Auto als Fünftürer, so wie er da steht, eben nur noch 290 PS hat.
Aber will man dieses Auto als ST bzw. Kombi, dann kann man 290 oder 300 PS bekommen und auch einen Allrad optional. Dieses Auto gibt es nicht mehr als Handschalter, sondern hat immer das 7-Gang DSG. So viel zur Geschichte vom Auto. Aber dann ist es natürlich in einem sehr umkämpften Wettbewerbsumfeld, das wisst ihr. Da habt ihr richtig viel Auswahlmöglichkeiten, allein schon im VW-Konzern. Denn wenn man sich dann mal anschaut, ja okay, wir haben halt den Golf in der alten Generation als GTI mit 230 PS, als GTI Performance mit 245 PS, als Golf GTI TCR mit 290 PS, die sind alle frontgetrieben, als Golf R dann ja, mit seinen eben 300 PS. Und wenn man dann mal guckt, dann hat man noch den Skoda Octavia RS mit 245 PS. Wir haben den Audi S3 mit 300 PS, der hat dann Allrad. Wir haben den RS3 mit 400 PS, der hat dann Allrad, aber einen 5-Zylinder-Motor. Ihr seht schon, im VW-Konzern gibt es da eine ganze Menge. Una cosa muy interessante. Und dann haben wir euch vorgestellt den Ford Focus ST mit 280 PS zum Beispiel. Es gibt den Honda Civic, der ist auch frontgetrieben mit 320 PS, ein Monster von Auto. Ja, und dann haben wir natürlich die Klasse drüber auch ein bisschen mit dem Mercedes, mit der Mercedes A-Klasse A45 AMG. Die hat, glaube ich, inzwischen 384 PS, die ist viel teurer. Wir haben den 1er BMW mit dem M40i Performance Motor. Wir haben den M2, die sind aber viel teurer. Hier haben wir eine Alternative aus Spanien für etwa 40.000 Euro. Und dann kann man sagen, ja, wenn man Testwagen bekommt von den Herstellern, haben die zwei Möglichkeiten. Entweder man packt den Pickepacke voll, Todos Cosas, alles rein, was geht. Oder man probiert den relativ preiswert zu machen, wie den hier. Und hier bekommt man halt 290 PS für umgerechnet 40.000 Euro und einen sehr, sehr interessanten Look. Und mit dem wollen wir uns jetzt direkt mal beschäftigen. Vamos! Vamos a hablar de la óptica de la coche mágica de Seat León Cupra. Lasst uns über die Optik sprechen. Hier steht da in Nevada weiß, die Farbe kostet ein bisschen Aufpreis. Und mal ganz im Ernst, ich bin una grande Fan de eso coche. Warum? Ja, optisch ist da alles dabei, was Design und Technik außen angeht, was man so braucht und was ehrlich gesagt die Wettbewerber im Konzern auch haben, nur für ein bisschen weniger Kohle. Ja, und jetzt haben wir den hier. Natürlich haben wir LED-Leuchten da vorne, da wollten wir nicht drauf verzichten. Ist ja deutsches, kein italienisches Auto. Wir haben hier eine Tagfahrsignatur. Seat Lightning steht hier drauf. Und das ist was, was die Spanier ausgesprochen gut machen, denn die achten auf Details und die sind auch schon sehr, sehr cool und optisch führend aus meiner Sicht. Und schaut es euch an, wir haben hier einen kleinen Kühlergrill, schmal, bronzefarbenes Seat-Logo drauf. Das muss man mögen, das gebe ich zu. Hier haben wir eine Rennflagge drauf. Übrigens, Cupra heißt so viel wie Cup Racer. Kommt dann zusammen. Ja, tolle Leuchten hier, eben schmal, spanisches Design. Hier unten Lufteinlass. Das ist von vorne gar nicht so groß. Aber es ist zurückhaltend, ähnlich wie bei einem Golf GTI. Man ist mit dem Auto immer einigermaßen gut angezogen. Ja, aber serienmäßig ist es so. Was wir jetzt hier vorne haben, ist den Frontantrieb. Also der Antrieb ist vorne. Wir haben ein Differential in der Achse vorne, ein Sperrdifferential, was wichtig ist, serienmäßig. Und dann geht es um die Bremsen. Es gibt Brembo-Bremsen. 4 Kolben, innenbelüftet, soweit ich weiß. Und die haben 370 mm Durchmesser. Hier haben wir die normalen Bremsen. Ich werde oft gefragt, brauche ich Brembo-Bremsen? Und dann ist meine Antwort ganz klar, wenn ihr nicht mit dem Auto auf die Rennstrecke fahrt, aus meiner Sicht nicht. 19 Zöller sind serienmäßig. Hier wieder bronzefarbenes oder kupferfarbenes Seat-Logo. Und dann haben wir hier ganz kantige Spiegelkappen. Und was dann noch interessant ist, in dem Paket, wo wir die Brembo-Bremsen bekommen, bekommen wir hier auch diese Schwellerverbreiterung, wo der hier nochmal so eine Kante drin hat, wo das Auto noch ein bisschen sportlicher ist. Aber brauchen wir das? Weil viele wollen ja auch so ein Auto, weil es eben ein bisschen zurückhaltender ist. Ganz interessant. Hier hinten abgedunkelte Scheiben. Dieses Auto gibt es eben jetzt nicht mehr als 3-Türer, sondern nur noch als 5-Türer. Und außerdem auch noch als Kombi. Hier haben wir den normalen 5-Türer ohne Kombi, den ich knackiger finde von der Optik. Der Kombi hat halt den Vorteil, dass wir 300 PS und Allrad bekommen. Und
mehr Platz. Hinten haben eben abgedunkelte Scheiben. Und dann haben wir hier drauf serienmäßig das DCC, also ein adaptives Fahrwerk, wo wir den Federungsgrad verstellen können. Ja, sehr schöne Optik, muss ich euch echt sagen. Und wenn wir hier hinten schauen, haben wir natürlich, wie soll es denn anders sein im VW-Konzern, LED-Rückleuchten. Schmal, Spanisch, hinten abgedunkelte Scheiben. Hier steht es drauf in Schwarz Cupra. Ganz interessant durchdesignt. Hier ist alles schwarz und weiß und eben Bronzefarben. Andere Autos machen oft den Fehler, da kommt dann noch Silber oder Chrom rein. Und hier ist das schon sehr interessant durchdesignt. Wir haben Dachkantenspoiler hier oben drauf. Den gibt es, soweit ich weiß, auch noch in schwarz. Der läuft hier auch schwarz aus. Ja, und dann haben wir hier unten einen Diffusor mit vier Kanten drin und ovale Endrohre. Erinnert schon so ein bisschen an Audi. Und wenn wir dann hier mal das Seat-Logo hochklappen, das seht ihr hier, das kupferfarbene Logo, haben wir 380 bis 1200 Liter Kofferraumvolumen. Wenn wir die Rückbank umklappen, sind glaube ich ein bisschen mehr als 1200 Liter, also genug Kofferraumvolumen. Aber ehrlich gesagt, die, die richtig viel Kofferraum wollen, die nehmen sowieso den Kombi. Was interessant ist, und dafür gehe ich jetzt ein bisschen hier in die Knie, ist der Sound. Und der ist natürlich im Modelljahr 2019 viel diskutiert, weil die Leute sagen, Otto-Partikelfilter, ähnlich wie beim Audi R8 und bei anderen RS-Modellen, klingt der noch? Ja, tatsächlich, so das DSG-Blubbern ist ein bisschen weg, das gibt es nur noch beim Runterschalten so ein bisschen und er ist leiser. Ja, er ist leiser, aber er ist lange nicht leise. Das ist ein Riesenunterschied. Dieses Auto klingt unfassbar gut, muss ich euch sagen. Aber ich kann euch ja natürlich viel vom spanischen Pferd erzählen, wenn ich jetzt noch wüsste, was Pferd auf Spanisch heißt. Was wir jetzt machen wollen, ist reingehen und ich werde euch den Sound präsentieren. Und jetzt wird's wichtig, denn wir kommen zur Rückbank. Und wir haben hier ja nicht den ST, den Sports Tourer, also den Kombi, sondern nur den Fünftürer. Aber immerhin hat er fünf Türen, denn den Dreitürer, den SC, den gibt's ja nicht mehr. Und ich setze mich jetzt mal hinten rein und werde euch zeigen, ob der vielleicht für euch, für die Kinder, für wen auch immer, hinten reicht. So, und da sitze ich jetzt. Und erstmal fällt auf, scheiße, sind die Sitze geil, denn wir haben hier schönes, weiches Leder. Wir haben hier, naja, so eine Art Plastikstoff im Carbon-Look. Und ganz schönes, wir haben eine Durchreiche hier hinten für die Leute, für euch, für diejenigen, die Skifahren, ist es toll. Hier kommen die Pappbecher aus dem McDonald's rein. Und hier können die Ski bzw. das Snowboard durch, was ja wirklich praktisch ist, beziehungsweise fehlt, wenn man es nicht hat. Hier unten sind zwei USB-Stecker, was gut ist für die Kinder, damit die sich hier hinten nicht den Kopf einhauen. Und selbst wenn sie es probieren, haben wir hier weiches Leder in der Tür, da fallen sie weich. Hier drüber ist ein bisschen hartes Leder. Ja, und was die Fanboys von euch bei diesem Auto relativ häufig kritisiert haben, ist, wir haben hier die Sportschalensitze drin, beziehungsweise die sportlichen Sitze, die höchste Ausbauvariante der Sitze. Die sind wunderschön von vorne, aber von hinten haben die Plastik. Und da haben viele von euch gesagt, in den Foren, wo ich mich belesen habe, auch teilweise, gebe ich zu, die verkratzen schnell. Ich habe jetzt ein neues Auto und ich werde diese Sitze auch nicht von hinten verkratzen, aber das kann man sich ehrlicherweise vorstellen. Bin ich gespannt, ob Seat das beim neuen Modell dann besser macht. Was wir aber jetzt machen wollen ist, vorgehen. Was ich hier aber auch schon sehe von hinten ist, wir haben hier schöne Griffe, wir haben schöne Türöffner, typisch Seat, sportlich designt, schwarzer Himmel, aber jetzt schauen wir uns an, was das Auto vorne zu bieten hat. Fangen wir an mit dem Innenraum und erstmal gibt es Ledersitze, es gibt Leder-Alcantara-Sitze und es gibt die Schalensitze-Alcantara, die haben wir hier drin. Und wenn ich mir die anschaue, sind das schweinegeile Sitze. Cupra steht drauf, weiches Leder in der Mitte, glattes Außen. Und dann haben wir hier noch diesen Stoff, der an Carbon erinnert, schon ziemlich cool. Was ist noch drin? Black-Paket hier drin. Wir haben die induktive Ladebuchse hier drin.
schon ziemlich schön. Und wenn ich mich hier drin umschaue, dann fühle ich mich auf Anhieb wohl. Und das, obwohl hier dieses kupferfarbene Seat-Logo da vorne ist, das mir nicht so gut gefällt. Aber es ist halt alles sehr, sehr dunkelschwarz. Das ambiente Licht hier ist jetzt rot, sieht man schön. Wir haben extra gewartet, bis es dunkel ist. Nee, es wurde halt einfach dunkel. Ja, selbst der Himmel hier ist in schwarz gehalten. Und das machen die Spanier einfach spanisch gut. Denn es ist toll durchdesignt. Aber ich fange jetzt einfach mal an mit den Details hier. Euch interessiert immer, Lenkrad kann man in der Höhe und in der Tiefe verstellen. Wir haben hier keine elektrischen Sitze. Wir haben die Höhen verstellbar, was gut ist. Können Sie auch hier nach vorne und nach hinten fahren, was auch sehr wichtig ist bei diesem Auto. Und auf elektrische Sitze kann man sehr gut verzichten, finde ich immer. Ja, und dann haben wir hier ein schönes Lenkrad, perforiertes Leder in der Grifffläche, was wichtig ist. Und da vorne ein digitales Cockpit, was cool ist. Audi hat das, VW hat das inzwischen. Und eigentlich gehört es inzwischen zum guten Ton. Es gibt manche, die sagen, ich brauche ein digitales Cockpit. Andere sagen, was soll ich mit dem Scheiß? Ich würde nicht darauf verzichten wollen. View haben wir hier. Das heißt, wir können die Ansicht verändern. Wir können die Tuben an die Seiten machen. Wir können aber auch andere Diagramme haben, die hier außen sind. Oder eben eine große Drehzahltube in die Mitte. Da haben wir viele Möglichkeiten. Wenn wir sie an die Seite machen oder ganz weg, können wir zum Beispiel die Navikarte hier groß machen. Und so kann ich euch am besten zeigen, wie man dieses System hier durchspielt. Einmal hier haben wir Apple CarPlay, Android Auto verbindbar. Wir haben hier den Bordcomputer, einen Laptimer, ganz klassisch. Da kann man dann hier so durchscrollen. Ist ein bisschen oldschool, aber hey, digitales Cockpit, das ist schon gut. Wir haben die Assistenten. Es gibt hier drin einen Front Assist, also einen Abstandstempomaten, einen Tempomaten hier drin. Ja, und dann haben wir hier eben die Navi-Karte, die Medien, das ist es. Aber das ist halt ein sehr, sehr cooles System, weil es intuitiv ist, bei der Fahrt gut bedienbar, Sprachsteuerung hier und eben dieses Lenkrad nicht zu viele Knöpfe hat. Plastik ist hier auch ein bisschen, hier vorne weich, in der Tür hart und dann haben wir hier vorne halt auch dieses Stoff in der Tür, was schon ein bisschen was hermacht, ne? Ja, und dann hat das Auto ein paar Knöpfe. Einmal ist es hier ein Knopf mit so einer Flagge drauf, da drücke ich jetzt drauf, Komfort, Sport, Cupra, Individual, sind die Fahrmodi natürlich und hier kann ich euch am besten zeigen, was die ausmacht. DCC ist die Federung, die Dämpfung hier, die kann man unterschiedlich einstellen, vom Sport, Komfort hin zu Cupra. Cupra ist immer das härteste und böseste, was es gibt. Die Lenkung kann man verändern, von Normal zu Cupra, den Motor kann man verändern, sogar vierstufig. Das Differential an der Vorderachse kann man zweistufig, die Klimatisierung auch, warum auch immer, vielleicht wenn man schwitzt, wenn man sportlich fährt. Wer weiß das schon, hier geht es zurücksetzen, will ich das Ganze nicht. Ja, also und dann haben wir hier den Parkpiepser vorne, ist eine Option, das ESC kann man hier ausmachen. Hier ist alles für die Klima- und Sitzheizung. Knöpfe sehen ein bisschen oldschool aus, ihr wisst, es wird Zeit für ein neues Modell, aber naja, dieses alte wird man halt relativ preiswert bekommen. Und dann haben wir hier unten alles für die Klima. Hier habe ich extra mein Handy. Das kann man nicht nur mit einem Stecker über Apple CarPlay Android Auto verbinden hier dann, sondern auch hier vorne laden in der Buchse. Die kostet extra, aber da würde ich auf keinen Fall drauf verzichten. 7-Gang DSG ist hier. Start-Stopp-Knopf ist hier. Hier seht ihr das jetzt. Mein Mobiltelefon wird geladen. Und was dann auch ganz schön ist, ich esse heimlich Süßigkeiten im Auto, aber verrate es keinem. Wir haben hier ein Ablagefach unter der Armauflage. Wir haben hier einen Cupholder. Wir haben ein Fach da unten, Platz in den Türen. Wir haben Handschuhfach und damit hier drin auch richtig viel Platz. Hier oben haben wir auch noch eine Leuchte. Ich finde das Panoramadach in dem Auto immer ganz schön. Und jetzt geht es hier um dieses 8 Zoll große System. Ehrlicherweise hier Full Link ist die Konnektivität mit einem eigenen Knopf. Wir haben noch einen Drehregler für lauter leiser. Das ist ein bisschen oldschool von der Grafik, gerade wenn man einen neuen Golf natürlich kennt. Aber es ist okay, es ist nämlich intuitiv. Was haben wir da? Wir haben Radio natürlich, ein Radio hier drin. Wir haben Medien, die wir hier verbinden können. Wir haben das Navigationssystem hier. Ich spiele das jetzt alles mal kurz durch, weil euch interessiert es doch. Verkehr hier mit Live-Verkehrsdaten, was auch ganz schön ist. Seht ihr hier, TMC. Klang haben wir hier. Es gibt optional auch noch die Beats-Anlage hier drin, die wirklich einen tollen Sound macht mit 10 Lautsprechern. Telefon haben wir dann eben hier.
Galaxy S7 habe ich nicht, keine Sorge. Fahrzeug haben wir hier und hier sind halt die spezifischen Sachen drin für den Cupra. Laptimer haben wir hier zum Beispiel, Sportinformationen haben wir dann hier mit dem Ladedruck, mit einer G-Kraftanzeige. Und hier halt nochmal eine andere Ansicht für den Laptimer. Hier geht es zurück, das sind die Cupra-Sachen, ganz cool hier drin, sehr schön gemacht. Full Link ist dieses System, da ist es nochmal, hat hier auch einen eigenen Button, Media Control hier. Bilder kann man sich auch drauf machen. Wenn man seine Freundin vermisst beim sportlichen Autofahren oder so, drücke ich hier drauf, habe ein Bild und ja, das ist dann schön. Wer macht sowas? Weiß ich nicht. Einstellung. Ja, und das ist der Innenraum. Und ich fasse mal zusammen. Das ist zwar das alte Modell, was schon echt lange auf dem Markt ist, aber der Innenraum ist trotzdem noch zeitgemäß. Der ist modern, konnektiv, sehr gut verarbeitet, schick, sportlich, fahrergeneigt, fahrorientiert. Was will man eigentlich mehr mit diesem Black-Paket hier drin? Ich weiß es nicht, aber was wir jetzt mal machen wollen, ist rausgehen und wir werden uns mit dem Motor beschäftigen und schauen, geht zeitgemäß, ja, die Machina da vorne noch ist. Ja, sprechen wir über den Motor von unserem Seat Leon Cupra. La Machina. Das ist spannend, denn hier ist der 2 Liter TSI Motor drin, 4 Zylinder, 2 Liter Hubraum hier. Und das ist nicht nur eine Wunderwaffe bei Seat oder VW oder Audi oder Skoda, sondern eben im ganzen Konzern. Warum? Der ist in verschiedensten Ausbaustufen, in wahnsinnig vielen Modellen, sehr bewährt, tolle Kraftentfaltung und sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, Kosten-Nutzen. Ihr wisst, ich will gar nicht mit zu viel Rationalität prahlen. Und da ist es in diesem Auto hier schon interessant, denn wo man bei einem Golf GT Performance zum Beispiel nur 245 PS bekommt, ja, oder bei einem Skoda Octavia RS auch nur 245 PS, ja, da sind wir hier bei Seat mal bei 290 PS. Woran liegt das? Die Marke hier aus Spanien ist als sportlichste im VW-Konzern unterhalb von Audi und Porsche vielleicht positioniert. Natürlich unterhalb von Audi und Porsche, aber sportlicher als VW und sportlicher als Skoda. Deswegen 290 PS, während die Kombi-Variante sogar 300 PS ein Allrad hat, haben wir hier Frontantrieb. Der Motor hier, ja, der leistet halt mal schön 380 Newtonmeter maximales Drehmoment. Das Auto wiegt 1431 Kilogramm und beschleunigt dann über die Vorderachse mit einem 7-Gang DSG und dem Sperrdifferenzial vorne in 6 Sekunden auf Tempo 100, wird 250 km/h schnell ohne Probleme und einen Normverbrauch hat der hier von 7,3 bis 7,4 Liter. Und das ist im Wettbewerbsumfeld extern und intern im VW-Konzern einfach eine Waffe. Dazu haben wir natürlich einen tollen Sound mit einem Soundgenerator. Ihr werdet mich wieder dafür hassen, dass ich die Klappe so zumache. Ich weiß es schon. Aber was wir jetzt mal machen, ist reingehen und wir werden dieses Auto fahren und ich werde es genauso wenig schonen mit dem Launch Control Start, unter anderem, wie ich jetzt diese Klappe hier schon. Komm mit. Ja, kommen wir zu meiner Lieblingssequenz in den Reviews, nämlich dem Fahren. Hier ist er, der Schlüssel, 290 PS Frontantrieb, Sperrdifferenzial vorne. Und erstmal mache ich dieses Auto an, zeige euch den Sound. Cupra-Modus ist hier drin. Und da hört man schon, ja, ein bisschen leiser, aber ist auch immer noch ganz okay. Jetzt machen wir das ESC aus. D. Drücken das Gas, die Bremse gleichzeitig durch, Launch Control ist das. Gehen von der Bremse runter. Ja, und da merkt er schon, der geht nach vorne. Und so ist er dann halt in 6 Sekunden auf Tempo 100, was wirklich eine Wucht ist aus meiner Sicht. Ja. Und wenn man dann sieht, dieses Auto klebt in der Kurve und das, obwohl es einen Frontantrieb hat, liegt natürlich am Sperrdifferenzial vorne, liegt aber auch gleichzeitig an einer sehr guten Gewichtsverteilung. Und wenn man dann jetzt mal schneller in so eine Kurve reinfährt, beziehungsweise bremst, merkt man, oh, sehr gute Bremsen, sehr gute Lenkung. Wir sind ja hier im Cupra-Modus, das ist der, der am nächsten an der Rennstrecke ist und jetzt ist alles mal ein bisschen schneller hier drin. Und dann merkt man, man braucht gar nicht unbedingt immer Allradantrieb. Wenn ihr jetzt mal guckt, wie dieses Auto hier klebt, ist es natürlich eine echte Wucht. Und dann ist es so, ja, im Cupra-Modus
da ist der auch einigermaßen laut. 250 km/h wird da schnell und dieses Auto braucht nicht unbedingt eine Brembo-Bremse, um auf die Rennstrecke zu können, sondern das funktioniert sonst auch ganz gut. Überholen mit dem Cupra kein Problem. Und dann ist es natürlich echt spannend, denn was hat man beim Auto? 7-Gang DSG, sehr bewährt, sehr toll hier drin. Aber wir haben natürlich nicht nur eine Rennsemmel. Ich weiß, das macht euch Spaß. Ich weiß, ihr steht auf Sound. Ich weiß, ihr steht auf Launch Control. Aber man muss dieses Auto ja auch immer ein bisschen alltagsmäßiger einordnen. Und dann haben wir hier den Sportmodus und dann wird die Lenkung, die Gasannahme, also der Motor, alles ein bisschen zurückhaltender. Aber man kann trotzdem immer noch sehr viel Spaß haben mit diesem Auto. Aber im Cupra-Modus ist natürlich alles noch ein bisschen griffiger, noch ein bisschen giftiger. Ja, und wenn ich dann hier unterwegs bin, ihr seht, ich schere mal ein bisschen schneller aus. Mein Gott, klebt der hier. Ich vermisse in diesem Auto bei diesen Witterungsbedingungen keinen Allrad. Das ist natürlich sehr schön. Und dann schalte ich mal auf Komfort, denn dieses Auto soll ja auch ein Auto sein, was Vielfahrer auf der Autobahn gut bewegen können. Und die haben nicht nur viel Traktion hier, sondern halt auch ordentlich Punch. Und das auch in Alltagsbedingungen, die die öfter gern mal überholen, überhaupt kein Problem. Das DCC wird ein bisschen zurückhaltender, die Lenkung nicht mehr ganz so spitz, nicht mehr ganz so direkt und die Gasannahme auch nicht mehr. Das Auto ist hier drin auch ein bisschen leiser gedämmt und so hat man eben ein Auto, was auch auf Autobahngeschwindigkeit mit 250 km/h sehr gut funktioniert. Normverbrauch 7,3 bis 7,4 Liter. Ich habe 8 gebraucht. Und das ohne Probleme. Allerdings, wenn man jetzt so schnell fährt hier drin im Cupra-Modus, den ich wieder reinmache, ja, dann kann man natürlich halt auch an die 10 Liter verbrauchen. Was ich jetzt nochmal machen will bei euch, ist nicht den Launch Control Start, sondern eben ganz normalen Start hier drin. Also bremse ich, bin kurz ruhig und beschleunige einfach auf 100 durch. Ja, und das ist in diesem Auto natürlich echt beeindruckend. Was jetzt wichtig ist, ich habe das ESC aus. Jetzt ist wieder aktiviert. Das sollte man bei diesem Auto anlassen, vor allem als ungeübter Fahrer. Jetzt klinge ich schon so ein bisschen wie der Animal Hunter. Look at this beautiful snake, but don't touch it. Ihr wisst, was ihm passiert hat, ist Gott hab ihn selig. Was will ich euch eigentlich sagen beim Fahren? Dieses Auto hat eine enorm grazile Kurvenlage, hat eine unfassbar gute Gasannahme und ist ein richtig guter, sehr solider Fronttriebler, der im Alltag, aber auch auf der Rennstrecke, auf der Autobahn und in der Stadt funktioniert. Aber ich mache ja immer den gleichen Fehler. Was ich machen will, ist zurückfahren auf unseren Platz in den Reden und euch ein Fazit vom Spanier zeichnen. Kommen wir zum Fazit. Una coche magica. Unser Seat Leon Cupra hat es ganz tief in mein Herz geschafft und das schon sehr lange. Warum? Das ist eins der sportlichsten Derivate im VW-Konzern, was Kompaktklassen-Performance-Sportler angeht und gleichzeitig eins der preiswertesten. Und das ist groß. Wir haben außen eine Optik, die betört, gleichzeitig zurückhaltend ist. Das GTI-Konzept und Erfolgsgeheimnis. Wir haben wertigen Innenraum mit viel Platz. Wir können dieses Auto auch als Kombi bekommen mit mehr Kofferraumvolumen. Wir haben eine moderne Technik drin, wir haben moderne Assistenten drin, wir haben Fahrverhalten, was betört. Und wenn wir den Frontantrieb nicht wollen und sagen, das will ich nicht, dann haben wir noch einen Allradantrieb im Kombi, der dann allerdings auch ein bisschen schwerer ist. Und wir haben einen Motor da drin, ja, der eine tolle Leistungsentfaltung hat und gleichzeitig preiswert ist. Und jetzt klingt es so, als würde ich hier Werbung machen für das Auto. Es gilt ja auch immer ein bisschen Negativpunkte zu finden. Eigentlich seid ihr relativ bescheuert, wenn ihr jetzt dieses Auto kauft, denn 2020 kommt ja der neue. Also erstmal der Leon neu, der Golf ist neu, der Octavia ist neu, der Audi A3 wird dann in Genf wahrscheinlich neu vorgestellt und darauf bauend wird es dann natürlich wieder ein Cupra-Modell geben, das dann ja unter Cupra, der Eigenmarke, dann endgültig dann wahrscheinlich nur Cupra Leon heißen wird und eingegliedert ist und vielleicht ein bisschen mehr Leistung bekommt. Wer weiß schon, wie dieses Modell aussieht? Vielleicht wisst ihr schon was drüber, lasst es mir gerne in den Kommentaren da. Aber was man nicht kritisieren kann bei diesem Auto, ist definitiv der Preis, denn der beginnt bei 37.870 Euro.
Das ist wirklich gut und da ist unfassbar viel Serienausstattung drin. Das seht ihr daran. Schätzt mal, so wie er da steht, da sage ich ja dann immer irgendwie so 30% mehr mit Ausstattung, was er kostet. Ja, etwa 42.500 Euro. Das ist richtig gut. Das ist eine Hausnummer. So wie er da steht. Was können wir noch haben da drin? Vielleicht Brembo-Bremsen und die Schwellerverbreiterung. Das gibt es in verschiedenen Paketen. Das wird dann zwischen 2.000 und 4.000 Euro teuer. Oder das Panoramaglasdach kostet, glaube ich, 990 Euro. Ja, dann sagen viele von euch, ich hätte aber gern mehr Platz. Ich hätte gern Allrad und ich will 300 statt 290 PS. Verstehe ich. Und wenn ihr dann den ST mit den 300 PS und dem 4Drive wollt, ja, dann seid ihr halt etwa bei 42.000 Euro. Ich glaube, bei 41.350 geht's los. Mit Ausstattung seid ihr dann bei 45. Aber was hier Basis angeht und ausstattungsbereinigt, kommt natürlich im Konzern der Golf GTI TCR die Sonderversion am nächsten mit den 290 PS, mit dem Frontantrieb. Und der ist ja 5.000 Euro teurer. 5.000 Euro, das ist eine Menge. Was gibt es dann noch? Wir haben den Golf R mit seinen 310 PS. Der hat natürlich Allradantrieb. Auch der ist 5.000, 6.000 Euro teurer als ein vergleichbarer Seat Leon. Und dann gibt es natürlich noch den Audi S3. Der hat auch Allrad und der ist, glaube ich, noch mal eine Stange teurer. Also ist das ein echt gutes Konzept. Ja, ich hoffe, das Video war ein bisschen informativ für euch. Hat euch Spaß gemacht? Mir hat es mucha suerte, sehr viel Spaß, was auch immer es auf Spanisch heißt, gemacht. Ihr findet uns von www.derautotester.de auf www.derautotester.de, ansonsten auf Instagram und Facebook, auf YouTube habt ihr uns gefunden. Macht die Glocke an, macht mich zu einer hombre muy felicidad. Ja, und dann sehen wir uns bald. Ich bin übrigens der Jan. Bis bald, Freunde.